So, guten Morgen, es ist jetzt 7:55 Uhr am ersten Weihnachtsfeiertag und ich sitze am Telefon und gleich müsste Radio 1 anrufen. Wir machen ja morgen wieder unsere Show Lokalrunde im Admiralspalast und es gibt morgen im Rahmen der Show eine Geschenketauschbörse und das ist jetzt ein Aufhänger für Radio 1, hier zur Unzeit anzurufen. Ich wurde schon geweckt um 7:45 Uhr, gerade von der Redakteurin, damit ich einigermaßen fit bin, jetzt gleich für das Telefoninterview. Es ist so ein bisschen so, dass ich auch schon die Redakteurin gefragt habe, ob eigentlich überhaupt jemand Radio hört, jetzt gerade. Und sie meinte, ja, der Weihnachtsmann, der wäre oft nach Schicht, sozusagen Schichtende, säße er vor dem Apparat. Es heißt jetzt einfach nur noch warten. Ein typischer Spätaufsteher, hasse es, früh aufzustehen. Meine Leistungskurve steigt eigentlich im Nachmittag. Um dann um 18 Uhr volle Höhe erreicht zu haben, sich auf hohem Niveau einzupegeln bis ca. 24 Uhr. Ich gehe normalerweise um 1 oder 2 ins Bett, so auch gestern. Ja, aber was tut man nicht alles? Dafür einmal im Radio live auf Sendung zu sein. Es erinnert mich so ein bisschen an meine Schulzeit. Damals im Osten gab es ja noch die 0. Stunde. Das 0. Stunde-Gefühl. Gott, oh Gott, oh Gott. Also, das hier ist übrigens das Telefon, das sollte dann gleich klingeln. Dürfte jetzt soweit sein, oder die haben mich veralbert und was verwechselt. Einer der wichtigsten Sender hier in Berlin-Brandenburg. Ich selbst höre ja kein Radio, schaue auch nicht fern. Also falls jetzt hier jemand von der GEZ zuguckt, bitte nicht klingeln. Jedenfalls nicht in den nächsten 2, 3 Stunden. Ich lege mich nochmal hin. Jetzt aber, jetzt aber. Jetzt geht's los. Ja, morgen. Ja, hallo. Genau, ja. Wir sprechen über die Veranstaltung morgen, ne? Ja, morgen Abend, ja. Ja, okay, rufen Sie nochmal an, oder? Der Chef Aufsitzer und vor der Bühne ist Ivo Smolak, bekannter als Evolution. Guten Morgen, Herr Smolak. Ja, morgen. Was lag denn hübsches unterm Baum gestern bei Ihnen? Ja, bei mir lagen eigentlich diesmal wirklich schöne Sachen unterm Baum. Eine schöne schwarze Strickjacke und Bettwäsche. Bettwäsche, da habe ich mich sehr gefreut. Kann ich von Mutti? Ja, die hatte ich mir aber auch gewünscht. Ich Gute Mutter. ich wünsche mir ja inzwischen sehr präzise so im Voraus. Dann wissen Sie ja gar nicht, also ich meine, da wissen Sie ja ganz genau, was Sie erwartet. Ja, ich habe zu oft schlechte Erfahrungen gemacht, also in den früheren Jahren zu oft Socken und Schals und helft dann jetzt doch lieber nach mit präzisen Wünschen und dann werde ich so praktisch beschenkt sozusagen. Aber das heißt, es ist überhaupt nichts dabei, was Sie morgen wieder hergeben würden. Doch, doch, ich habe noch eine Menge noch aus dem letzten Jahr, 2 Wollschals. Die sind auch ungetragen. Ich trage prinzipiell keine Schals. Also 2 Schals kann man schon mal bekommen, wenn man möchte, noch irgendwas? Genau, und dann habe ich noch die Software Quicksteuer 2008, die ist für die Steuererklärung 2007 sehr praktisch. Es gibt ja viele, die das noch machen müssen. Geschenke in etwa würden Sie
sich denn wünschen für die Tauschbörse morgen, wenn Sie jetzt von Ihren Gästen kommen? Also wir hatten sowas schon mal gemacht, vor 6 Jahren. Da fand die Lokalrunde noch im Covenstar statt. Damals war das eine Idee von dem Covenstar-Chef Stefan Schilgen. Das war auch direkt am Weihnachtsabend dann sozusagen. Und dem Joachim Lottmann, der kam damals ins Covenstar oft. Und die hatten auch sehr viel dabei, gab eine Menge, und ich war dann doch überrascht, wie viel von den Geschenken, die dann mitgebracht wurden von den Leuten, ich auch gerne hätte haben wollen. Leider meine Geschenke, die ich zum Tausch angebot, die waren nicht so. Man kann wahrscheinlich euer Software da. Wie genau läuft das eigentlich ab? Also kommen die Sachen alle auf den Tisch und dann wird gestritten, wer das Handy kriegt und oder kölnisch Wasser nehmen muss, oder wie läuft das? Also das Netbook, ja, den IPC, den präsentieren wir ganz groß. Wir haben so einen kleinen Weihnachtsbaum. Ja, den gibt's auch zu tauschen, oder? Naja, nee, das war jetzt ein Scherz. Ich glaube nicht, dass es ein Notebook gibt. Klingt wundervoll. Vielen Dank. Ja, ich würde auch gerne noch Freikarten verlosen und ein Experiment starten. Wer überhaupt Radio hört heute um die Uhrzeit? Tatsächlich irgendwie so 3 bis 5, glaube ich. Ja. Ja, ich wollte anbieten, wer mir in der nächsten halben Stunde eine E-Mail an freikarte@lokalrunde.org schreibt, der bekommt freien Eintritt. Der kann morgen hier. Frohes Fest noch. Ebenso. Tschüss. Tschüss. Ja, jetzt bin ich ja gespannt, ob tatsächlich jetzt E-Mails kommen. Ob da was passiert. Ich küsse. Ich gehe erstmal ins Bett. Ja.